Was geht YouTube und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Leute, heute mal ein ganz kurzes, knackiges Infovideo, was ich euch, was ich auf dem Herzen habe, ja. Und zwar wollte ich euch einfach informieren, wie es hier auf dem Kanal in der nächsten Zeit weitergehen wird. Und zwar muss ich auch ehrlicherweise sagen, dass bei mir jetzt, viele von euch wissen es ja oder wussten es, ne, die im Stream regelmäßig dabei sind oder schon länger die Videos am Schauen sind, dass ich gerade meinen Meister machen bin. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich in der nächsten Zeit meine Praxisphase haben werde und das sehr, sehr wichtig und prüfungsrelevant sein wird. Deswegen wollte ich euch einfach nur hiermit sagen, dass ich in der nächsten Zeit ein bisschen inaktiver sein werde. Ich habe mir da ein paar Formate ausgedacht, die jetzt vielleicht nicht so aufwendig sind, ja, aber vielleicht trotzdem anschaubar sind, ja. Unter anderem kommen vielleicht eher so ein paar Klassensetups werden so oder so kommen, aber es werden halt vielleicht so Videos kommen, die vielleicht nur 3 Minuten gehen. Oder es werden auch Videos kommen, wie ich es bei anderen gesehen habe. Es gibt einige Kanäle, die laden nur Gameplays hoch und bieten das sozusagen als, wie sagt man nochmal, No Commentary Gameplay, halt Leute können dann deine Videos verwenden, damit machen, was sie wollen, nur eine Verlinkung bräuchte man dann, ne? Sowas habe ich mir in der nächsten Zeit gedacht. Deswegen, diese Videos ist halt, glaube ich, eher, was sich niemand angucken, das ist halt eher für andere Creator, die gerade kein Gameplay zur Verfügung haben und halt Gameplays brauchen, ja, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt eher für die Zuschauer eher langweilig, es sei denn, ihr guckt gerne COD-Gameplays, dann kann man sich das auch mal gerne reinziehen, ja. Es ist halt einfach nur ein stumpfes Gameplay von einem COD, wenn man das so sagen kann, ne, was so ein bisschen geschnitten ist. Genau, Leute. Was noch? Und zwar werden jetzt nicht so die Klasseninfos kommen. Also zur Season 5 werde ich leider, ich weiß nicht, wann die Season vorbei sein wird. Ich hoffe mal, also ich sag mal so, Ende, Mitte Oktober bin ich wieder am Start. So richtig aktiv mit 2, 3 Videos, 4 sogar mal die Woche, ja, wenn es klappen sollte, ja. Aber solche Videos wie zum Beispiel, wo man was recherchieren muss, Infovideos werden eventuell nur sonntags oder samstags mal folgen, wenn ich mal wirklich Zeit habe, ja. Deswegen, ich möchte nicht so kein Video bringen, ne, dafür ist es mir so ein bisschen zu schade, der Kanal, weil ich halt wirklich sehr gerne Videos mache, nicht nur wegen dem Algorithmus oder so, sondern mir macht das wirklich sehr Spaß, ne, mit euch zu interagieren und so, deswegen möchte ich da auch weiterhin aktiv bleiben. Ich wollte euch einfach nur damit sagen, dass in der nächsten Zeit vielleicht jetzt nicht so die krassesten Videos kommen, dass ihr den Kanal nicht deabonnieren müsst, ja, sondern halt einfach mit der Zeit wisst, okay, bald wird wieder auf jeden Fall was Krasses kommen, so, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß sogar noch nicht mal, ob ich es schaffen werde, das 1 Jahr YouTube-Video zu machen. Also der Kanal wird ja jetzt bald 1 Jahr alt. Und daher hatte ich eigentlich vor, so ein kleines Video zu machen, so ein kleines Special, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das halt hinbekomme, Leute. Deswegen, das muss ich halt leider an der Stelle mal absagen. Vielleicht mache ich es ja später. Ich kann es ja vielleicht später raushauen, ja. Die Sachen sind halt immer noch auf dem PC hier, die ich halt gespeichert habe. So Screenshots, so Erfolge, die ersten Kommentare, so, ne, etc. Die ersten Beleidigungen auch, ja, sowas habe ich auch gespeichert, ne. Und genau, Leute, an der Stelle, ne, ich wollte euch mit dem Video einfach nur so ein bisschen informieren. Das Video werden sich auch, glaube ich, sehr wenige angucken, weil ich muss sagen, die aktive Community, das sind halt, glaube ich, nur 8 bis 10%, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und die, ja, ich sag mal, die ersten Zuschauer, oder ne, warte, das ist falsch gesagt. Und zwar, es gibt ja Leute, die halt wirklich so aktiv an der Community mit teilhaben. Das sind dann Leute, die Kommentare schreiben, Likes geben, regelmäßig mal reinschauen, wieder auch alte Videos schauen, also mehrmals ein Video schauen, ja. Und dann gibt es halt Leute, die nur einmal ganz kurz reinschauen, dann mal wieder nach einer Woche reinschauen oder so. Und dann gibt es halt Leute, die halt neu dazukommen und dann aber nicht abonnieren, ne. Und darunter wird dann halt so eine Statistik gemacht. Und bei mir sind das halt so 10-12% müssen das sein von 100, ne. Deswegen, Leute, das ist mir aber auch nicht so wichtig. Ich wollte hier mit euch einfach nur so ein bisschen informieren, dass ich in der nächsten Zeit ein bisschen kürzer treten werde. Ich werde auch sehr viel lernen, ja, weil ich kann mir das nicht leisten, durchzufallen. Und ich merke, dass es halt an ein paar Stellen hapert, ne. Und genau, Leute, das wollte ich euch einfach nur sagen. Ich denke auch, dass vielleicht der ein oder andere Stream in der Zukunft ausfallen wird, ne. Und genau, Leute, an der Stelle, danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns dann, denke ich mal, trotzdem noch das ein oder andere Mal. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich aufhöre, ja. Sondern ich werde halt einfach nur vielleicht nicht mehr die aufwendigsten Videos machen. Es werden ein paar einfachere Sachen kommen, ja. Aber, Leute, merkt euch, Ende, Mitte Oktober bin ich auf jeden Fall wieder back to the roots, ja. Und genau, Leute, an der Stelle bin ich raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Achso, Leute, was ich noch vergessen, was ich vergessen habe zu sagen ist, die Videos, diese Gameplay-Videos, die halt vielleicht jetzt nicht so für euch sind, die werden halt auch ein bestimmtes Thumbnail haben. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob es jetzt so eine First-Person-Version sein wird oder einfach nur so ein normales Thumbnail, wo halt eine Person drin ist von dem Spiel, wo halt das Gameplay kommt, ne. Und wichtig ist auch, das Thumbnail wird immer einen Rand haben, ne. Meine Videos haben ja keinen Rand, also die Thumbnails haben keinen Rand und diese Videos, die halt jetzt nicht so speziell für
die Zuschauer sind oder für uns sozusagen, die werden halt eine Umrandung haben, ne? Dass man das vielleicht so ein bisschen unterscheiden kann. Ich wollte das jetzt nicht auf den Zweitkanal hochladen. Ich, ne, am Anfang habe ich gedacht, komm, machst du mal vielleicht ein Aus auf den Zweitkanal. Aber ich habe mir dabei gedacht, das ist COD. COD kommt auf meinem Hauptkanal. Für die Leute, die es interessiert, die werden es gucken. Für die nicht, ne? Pusht natürlich die Watchtime, wenn man das so sagen kann, ne? Und verbessert auch die Statistik. Aber Leute, ist mir egal, ja. Sag ich ganz ehrlich, ne? Für die, die sich darauf interessieren, die können das gerne machen. Und genau, für die, die halt eher so Videos mit ein bisschen mit einem Kommentar mögen, ne? Die gucken das halt, ne? Und genau, Leute. Mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ne? Wir haben jetzt Donnerstag, genau, morgen kommt Season 5. Das wurde ja um einen Tag verschoben. Den Anfang von der Season werde ich vielleicht noch mir so ein bisschen gönnen, aber danach, Leute, wird halt straight durchgezogen, was Schule angeht, ja. Und genau, Leute, an der Stelle bin ich raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal.